Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen mal wieder zu einem richtigen Part sozusagen von Let's Play Soul Reaver 1. Die letzten beiden Parts sind ja Bonusparts gewesen. Da waren wir hier zum Beispiel in der zerstörten Festung des Geistes aus Blood Omen 1, wo Nubrabdu einst lebte, bevor er von Kain dann enthauptet wurde. Und wir machen jetzt weiter. Uns wurde ja ganz klar gesagt, dass wir ja, hier halt hin müssen. Ab zurück in Kains Thronsaal. Zum Heiligtum der Clans. Ja, ja, du mich auch. Du kannst mir nichts, du komisches Kind von Duma. Hi und tschö. Da kam sie schon an und wollte mich wieder hauen, aber... Tja. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr komischen Viecher. Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Ich will hier einfach nur durchkommen. Hier war ja eigentlich auch gerade so eine ungünstige Stelle, um durchs Gitter zu gehen, weil Raziel voll dieses Ding da im Gesicht dann hatte. Eines dieser Vierecke. Aber das scheint dir nicht zu stören. Hauptsache, es ist an sich ein Gitter und da kann sonst was noch für ein Muster drauf sein. Da geht er einfach durch, da kennt der Junge nichts. Hi, Ariel. Wie Leichen in zu flachen Gräbern steigt Fäulnis an die Oberfläche. Jenseits dieser Säulen hallen die Schreie des geschändeten Opfers. Wieder einmal sehr geheimnisvoll und schön gesagt, liebe Ariel. Ja, und jetzt sind wir hier. Und können hier mal hoch. Warte mal. Ich will noch mal eben kurz hier sein. Wenn man sich das mal so anguckt und bedenkt, wie das ja wirklich dann auch in Blood Omen 1 noch aussah, ne? Wie anders. Vor allem hier die Symbole, die sind gar nicht mehr zu erkennen auf den Säulen. Das sind einfach nur so farblose Dinger. Und man sieht ja wirklich, wie die anderen Säulen eigentlich wieder weiß waren, so ziemlich. Und nur die in der Mitte wirklich total, ja, verfault wirklich quasi ist. Kann man echt nicht anders sagen. Drumherum wurde dann quasi dieses Gebäude gebaut, weil die Säulen ja eigentlich frei draußen rumstanden. So ein kleiner süßer Thron eigentlich, wenn man sich den mal so genau anguckt. Ich habe mir das nie so genau angeguckt, aber ich hatte gerade dieses starke Verlangen danach. Sieht auch fast aus wie so ein Auge, was einen anguckt da drin oder so. Oder als ob man dadurch in eine andere Welt noch geraten könnte. Ach, diese komischen Zacken hier noch drumherum, als wären das auch Tentakeln oder so Hydra-Köpfe oder sowas, ne? Sind das sogar vielleicht Köpfe? Nee, es sind einfach nur so Bröckelteile, glaube ich. Wenn ihr eine andere Meinung aber dazu habt, könnt ihr mir das natürlich mal gerne in die Kommentare schreiben. Oh. Ist ja auch noch ein Zeichen von hinten drauf. Was auch immer das bedeuten soll, das weiß ich gerade nicht. Das sieht auf jeden Fall schon sehr stylisch aus. Aha. Haben sie sich schon was einfallen lassen, auf jeden Fall. Ach ja. Ich habe mir schon oft gewünscht, beziehungsweise auch so vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn ich Kain begegnen könnte. Und was ich dann zu ihm sagen würde und wie ich ihn überzeugen könnte, davon lebend für ihn mehr wert zu sein als tot und dann seine Verbündete zu werden, im besten Fall sogar eine Freundin von ihm. Und ja, ich laufe mal den Umweg hier oben, weil könnte ja sein, dass ich dann noch irgendwie belohnt werde mit irgendwas. Auch wenn es wahrscheinlich nur ein Glyph-Auffüller ist, wenn überhaupt.
Boah, nee, okay, hier ist, glaube ich, gar nichts, nee. Tja, na gut, dann ist es halt so. Und da ändert sich schlagartig die Musik, als wir diese Schwelle übertreten haben. Eine Tür und noch eine Tür. Durch welche sollen wir denn gehen? Sehen beide so gleich aus. Sieht alles so gleich aus. Gehen wir mal hier rein. Ich glaube, es ist egal, welche Tür wir nehmen, weil wir kommen grob am gleichen Ende, sag ich mal, raus. Wir müssen ja sowieso hier runter. Da ist ein Stein auf jeden Fall. Er hat mich mit dem Stein beworfen. Aber da ist außer Steinen auch wirklich nichts. Und da unten geht ein Kind von Duma gerade spazieren, beziehungsweise schiebt Wache wahrscheinlich. Ich gehe mal durch die andere Tür und schaue mich da mal um. Och, Raziel, öffne doch einfach bitte die Tür. Ich weiß, du fuchtelst gerne mit deinem Sorry warum, aber das muss ja jetzt nicht sein. So, wie sieht's denn hier aus? Oh, hallo Rabe. Ach, da unten ist so ein toter Vampir, den wir wieder erwecken könnten, wenn wir denn wollen, aber naja. Ui. Ich möchte jemanden mit einem Stein beschmeißen. Ich habe da einfach mal Bock zu, deswegen nehme ich mir mal hier so ein Steinchen mit. Ist hier noch jemand? Nö. Gut, dann... Hier, fang! Das hat Spaß gemacht. Ich bewerfe gerne Leute mit Steinen. Also, nicht im realen Leben, aber auch nö. Ich bewerfe dich auch mit dem Steinchen, wenn ich schon mal dabei bin. Ich könnte auch mit dem Stein sogar kämpfen, glaube ich. Hier, fangen. Vielleicht könnten wir ihn sogar ins Feuer schmeißen, aber... So ist doch auch ganz okay. Wenn die auseinanderspringen, so ist doch immer wieder eine feine Sache. Vielleicht bleiben sie ja auch tot, wenn wir Glück haben. Aber ich glaube, wir kommen hier auch nicht mehr so oft dran vorbei. Es wäre so schön, aber naja. Der Stein ist jetzt sogar weg, oder? Ja. Die Steine verschwinden danach. Ist ja komisch. Nehme ich mir halt hier noch ein Steinchen mit, ne? Da kenne ich nichts. Ja, ich kann aber wirklich dann auch nicht gleiten. Habe ich gerade nämlich ausprobiert und das geht anscheinend echt nicht. Also als ob er wirklich dann danach greifen würde, immer nach seinen Flügeln. Wie es ja auch gesagt wurde. Ja, guck mal, was ich mit deinem Kumpel gemacht habe. Und du auch. Und du auch. Alter, wie viele sind denn hier? Eine ganze Party hier, hä? Könnte ich ja rein theoretisch meinen Glyph eigentlich ausprobieren sogar, aber nö. Weil so geil sind die Glyphs echt nicht. Es gibt ein paar Glyphs, die hinterher noch richtig cool sind, aber oh. Katzchen. Die alte Grabstätte der Seraphan. Einst war sie fest verschlossen. Jetzt aber, ausgeplündert während der Unruhen in Nosgoth, liegen ihre Geheimnisse offen da. Zur Zeit von Vorador, Jahrhunderte vor der Erschaffung Kains, kämpften die Seraphan-Kriegerpriester einen erbarmungslosen Kampf gegen die Vampirstämme Nosgoths. Beseelt von dem Wissen um die Gerechtigkeit ihres Kampfes, begingen sie unaussprechliche und wahllose Akte der Gewalt. Junge und Alte metzelten sie gleichermaßen dahin und dezimierten ganze Geschlechter in nur wenigen Jahrzehnten. Nun liegen ihre aufgebahrten Hüllen hier. Aha. Aber wie das gesagt hat, Nosgoths. Wenn man das mal so bedenkt, was willst du denn? Was guckst du mich denn hier so an, hä? Idiot. Hinterher wird ja Nosgoth auch wirklich gesagt, wie sie es im Englischen halt auch aussprechen. Und hier dann so Nosgoth. Das klingt so ein bisschen komisch. Aber an sich mag ich den Sprecher von Raziel ja auch im ersten Teil total gerne. Ich meine, im zweiten Teil hat er dann eine andere Stimme, wo auch viele meinen, die passt besser. Aber ich finde diese Stimme hier eigentlich dann doch sogar eher geeigneter für ihn.
Ganz einfach, weil die Stimme auch so unbekannt ist. Weil mal ganz ehrlich, wo hat man diese Stimme sonst noch gehört? Ha, hab ich richtig vermutet, hier ist ein Teleporter. Huhu! Aha. Schönes Symbol. Ach ja. Okay, hier muss ich sogar wechseln. Interessant. Wie er nach unten guckt, dass er weiß, dass unter ihm gerade irgendwie anscheinend ein Vampir ist. Wieso da drunter? Weil ich meine, hier war doch nichts mehr. Unter uns. Es ist doch direkt auf dem Boden hier. Ach, egal. Fragen wir gar nicht erst nach. Passt schon. Wappne dich, Raziel. Eine vergessene Geschichte wartet dort auf dich. Erkenne dich selbst, auch wenn es dich vernichten könnte. Okay. Och nö. Es gibt viel zu viele von denen. Also Duma war echt fleißig im Kinder erschaffen. Also beim Leute in Vampire verwandeln. Als ich den Stein zur Seite zog, entwich aus der inneren Kammer die Grabesluft. Ich war nicht gerüstet für das, was ich jenseits dieser Schwelle fand. Diese Grabgewölbe, geschändete Särge von Seraphan-Heiligen. Sie trugen die Namen meiner Brüder und auch den meinen. Kains blasphemische Taten und ihre Ironie enthüllten sich mir mit einem Schlag. Waren meine Hände nicht genauso blutig wie diese? Schlimmer noch, ich hatte das Blut meiner Brüder vergossen, eben jener Kameraden, deren Grabstätten verwüstet vor mir lagen. Ja, Raziel, du warst Seraphan, geboren aus derselben Kraft, die deine Art fast vernichtet hätte. Noch bevor das Reich anbrach, wart ihr seine Auserwählten. Kain, Noskots alleiniger, selbsternannter Herrscher, plünderte diese Gräber und entführte euch aus der Krypta. Indem er euren Gebeinen seine vampirische Gabe einhauchte, ließ er euch als seine auserwählten Söhne wieder auferstehen. Schon ziemlich krass. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch eigentlich ein sehr kluger Schachzug von Kain. Gerade wirklich so die Todfeinde quasi dann wieder auferstehen zu lassen als seine Statthalter und die dann quasi als, ja nicht nur als Verbündete zu haben, wirklich als, naja, wirklich halt mächtige, ja schon irgendwie Verbündete, ne? Was mich nur wundert wirklich, ist ja zum Beispiel hier Malek. Maleks Grab findet man hier gar nicht wirklich. Ich meine, hier ist ein Sarg, hier, hier, hier und hier. Bei Malek ist die einzige Namensstelle, sage ich mal, wo der Sarg fehlt. Warum? Wie kann das sein? Und warum ist Malek als einzigster nicht einer von unseren Vampirbrüdern, die wir vernichten werden? Denn das ist so. Ich meine, wir erinnern uns natürlich an Malek, dass er ja der Helfer, sag ich mal, von den Seraphan-Priestern war. Die haben ja im Blatt um 1 am Anfang seinen Namen gerufen, als sie dahin gemetzelt wurden von Vorador, ne? Malek! Und dann kam er ja auch und wurde hinterher von Vorador letztendlich getötet im Laufe des Spiels und nicht von Kain selber.
Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass wir ihn auch gar nicht als Vampir erwecken konnten. Stimmt, wenn ich das gerade so Revue passieren lasse. Weil er ja gar kein menschliches Fleisch mehr hatte. Das hat sich ja quasi aufgelöst durch diesen Zauber von Mortanius damals, sodass er nur noch ein Geist war, der an seine Rüstung gebunden war. Dann macht es Sinn. Na gut, okay. Der Boden hier sieht doch außerdem sehr verdächtig aus, oder? Diese Spirale. Wechseln wir hier doch mal. Ja. Da sind wir direkt in der Unterwelt gelandet, sozusagen. Aber hier müssen wir auch hin. Ach, ein Vampirgeist. Ah, ich weiß, was hier jetzt kommt. Sehr schön. Oh nein, er hat mich, glaube ich, entdeckt, oder kann das sein? Ich will aber nichts von dir, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen lass das. Wir wechseln direkt wieder. Ketzer, an mir kommst du nicht vorbei! So tiefe Loyalität? Für einen, der dich wie einen angeketteten Hund diesen Vorposten bewachen lässt? Liebst du gut von den Resten, die er dir vorsetzt? Deine Beleidigungen werden nur bewirken, dass dein Tod umso qualvoller wird! Kain hat mich schon einmal getötet und nun schau mich an. Ich habe von dir nichts mehr zu befürchten. Mit deinem blöden Projektil geschossen? Na komm her. Ab ins Wasser mit dir, mein Freund. Hat dir die Kraft verliehen, den Raum zu verdichten und zu manipulieren. Auch der Soul Reaver verfügt über diese Gabe. Konzentriere dich und schleudere einen Ball kinetischer Energie auf Gegenstände, die du sonst nicht erreichen könntest. So sieht's aus. Und ich wurde auch geheilt direkt, netterweise. Und ja, mit Dreieck können wir dann schießen dementsprechend und tun wir das doch auch mal. Genau. Na, was haben wir denn hier Schönes, hm? Können wir dich nicht damit direkt aufs Feuer irgendwie schleudern? Naja, fast. Immerhin können wir sie damit an die Wand schleudern und dadurch auch kurz bewegungsunfähig machen. Allein schon dadurch ist der Erdglyph direkt für den Arsch. Weil wir alles jetzt damit machen können. Und hier geht's ins Wasser. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, ich ahne, wo wir rauskommen. Ist dann der Bereich gar nicht so optional, wie ich dachte? Oder kommen wir hier doch woanders raus? Ach nee, ist doch ganz woanders. Okay, hab mich geirrt. Ich dachte an einen anderen Bereich. Einer. Klar, den hätte ich auch jetzt hier gegen natürlich schmeißen können, aber nö. Warum sollte ich? Passt schon so. Okay.
Ich erinnere mich an diesen Bereich. Ich glaube, das war was, wo wir sehr oft hin und her wechseln mussten. Und hier im Wasser, das ist dann nur halt für den Fall, dass wir halt runterfallen. Dann landen wir wieder da, wo wir, glaube ich, schon waren. Stäbchen lasse ich jetzt mal hier, weil das hat eh keinen Sinn, das mitzunehmen, weil wir jetzt hier sehr oft auch wechseln müssen. Zwischen den Welten. Also der spektralen und der materiellen Ebene. Und das war, glaube ich, schon mal direkt für den Arsch. Ich glaube, erstmal hätten wir in der normalen Welt bleiben müssen. Es sei denn, das geht zumindest. Na, na, na? Ha, geht ja auch so. Oh je, das geht aber nicht so, oder? Nee, natürlich nicht, weil hier ja keine Zeit vergeht. Na gut, dann müssen wir dafür nochmal nach unten. Wie ich es gerade so komisch mit den Flügeln geflattert habe. Mein Vater und ich dachten früher bei der Demo, man könnte auch gar nicht so ruhig gleiten mit Raziel, wie wir das jetzt hier halt vorher bisher immer gemacht haben. Sondern, dass man das halt so machen müsste. So, mal sehen, ob ich das von oben wirklich machen kann mit dem Schießen oder nicht. Bin ich mir jetzt unsicher. Beziehungsweise, ich kann doch auch eigentlich von hier aus garantiert so da hinfliegen. Muss dafür gar nicht wechseln, oder? Ja, klar. Haha. Genau, dann kann ich ja auch dahin. Deswegen, es war total unnötig eigentlich zu wechseln. Hilfe. Hatte ich nur falsche Erinnerungen gehabt. Auch gut. Gut, gut. Aber liebe Leute, was uns erwarten wird, wenn wir durch diese Tür gehen, würde ich sagen, schauen wir dann uns gemeinsam im nächsten Part an. Denn dieser hier ist lang genug geworden. Und ja, ich hoffe mal, ihr schaltet dann auch alle wieder ein. Es ist ja wirklich gerade sehr spannend. Endlich können wir auch Telekinese, da können wir direkt zur Festung des Geistes eigentlich schon wieder zurückkehren. Aber naja. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.